der Gärtnerei dreht sich alles um Säen, Gießen, Jäten und Ernten. Hier entwickeln sich kleine Samen und Setzlinge zu duftenden Blumenstöcken oder zu erntefrischem Gemüse für die umliegenden Märkte. Aber nicht jede Pflanze gedeiht auf jedem Boden. Verschiedene Pflanzenarten haben unterschiedliche Vorlieben an ihre Umwelt, zum Beispiel was die Bewässerung, das Licht oder den Boden angeht. Was also braucht eine Pflanze, um sich optimal zu entwickeln und um möglichst ertragreich zu gedeihen? Dieses Wissen um die genauen Erfolgsfaktoren generiert eine Gärtnerin, indem sie das Wachstum von einzelnen Pflanzen beobachtet und analysiert. Ein Gewächshaus wie dieses ist somit der ideale Ort, um über Entwicklung, Wachstum und Förderung im weitesten Sinne zu sprechen. Und warum nicht über die Förderung von besonders begabten Kindern? In einem Samen, aber auch in einem Menschen sind alle Möglichkeiten angelegt. Als Gärtnerin, aber auch in meinem Fall als Bildungsforscherin geht es darum, dieses zu fördern und zu pflegen. Genau gesagt, das Wissen über geeignete und wirksame Fördermethoden zu gewinnen und dieses mit der Praxis zu teilen. Besonders begabte und hochbegabte Grundschulkinder haben häufig das Bedürfnis, noch mehr lernen und erfahren zu wollen, als das, was ihnen der Regelunterricht in der Grundschule bietet. Sie benötigen, ganz genau wie besondere Pflanzen, einen besonderen Nährboden, um zu wachsen. In den speziell für Sie entwickelten Hector-Core-Kurses wird auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Kinder eingegangen. Neben der Vermittlung von Fach- und Inhaltswissen steht auch die Förderung von übergeordneten Kompetenzen, wie beispielsweise dem Wissenschaftsverständnis, im Fokus. Besonders an den Hector-Core-Kurses ist, dass diese auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren. Wir nennen das evidenzbasiert. Die Kurse werden von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stetig auf Qualität und Wirksamkeit geprüft. Neben den empirischen Daten, die in die Weiterentwicklung der Kurse einfließen, berücksichtigen wir auch die Praktikabilität. Ähnlich wie auch beim Gärtnern. In der Bildungsforschung spricht man übrigens von Fidelity. Besonders wichtig bei der Entwicklung der Kurse ist das konstante Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Praxis. Nicht nur wissenschaftliche Erkenntnis, sondern auch das Feedback und Input der Kursleitungen fließen in die Kursentwicklung mit ein. Wir sind also in einem stetigen Austausch mit der Praxis, Synergien entstehen. Gleichermaßen schätzt und berücksichtigt auch eine Gärtnerin oder ein Gärtner die Rückmeldungen der Kunden. Das Feld ist also durch die Hector-Kinderakademien bestens bestellt für die Förderung besonders begabter und hochbegabter Kinder. Durch das Zusammenspiel verschiedenster Elemente, die empirische Bildungsforschung und die Synergien aus Wissenschaft und Praxis wird somit ein fruchtbarer Boden geschaffen, um die Entwicklung dieser Kinder bestmöglich unterstützen zu können.